wieder 80 Pfeile? Verstanden. Er hat wieder 80 Pfeile. Okay. Aber wir gehen jetzt mal da hoch. Und gehen erstmal die Herstellung. Dann habe ich drei Icons. Bender, Mod und Prime. Drei Icons? Ich war hier einmal. Ach so, drei Icons, ja. Hoffentlich erkennt mich niemand. Werkbank. Und zwar wollen wir jetzt mal auf das Kriegsschwert gehen. Momentan geht's ja. Das Kriegsschwert. Wir könnten das upgraden. Wir haben alles dazu. Und unser Zeug ist stark genug. Peng. Wir könnten die Waffe verzaubern. Würde ich auf gesockelt machen. Ja, es ist momentan noch 17. Es ist 17 schwächer als. Aber wir können. Wait. Und dann. Okay, ah, okay. Ich sehe gerade was. Und zwar, wenn ich jetzt Kriegsschwert 2 mache, ist es so stark wie mein Setzerbogen 3. Peng. Pass auf. 72? 72. Hat ein bisschen höhere Voraussetzungen, wenn ich es jetzt nochmal upgrade. Was brauche ich dafür? Stärke, okay. Stärke brauche ich. Und wir haben den ersten Sockel. Und dann machen wir 89 Schaden, okay. Moment. Und 8 pures Mana. Okay, Goldbrocken haben wir genug. Waffe verzaubern. Jetzt brauche ich Handwerk. Okay. Feuerschwert. Wie einfach für. Kein pures Mana. Aber wir haben doch hier einen Händler. Der kann doch. Kannst du mir pures Mana geben? Zeig mir, was du mir herstellen kannst. Ich kaufe dir auch etwas ab, wenn du willst. Sonst müssen wir nochmal runtergehen zu dem. Er hat sehr viel Setzerbrot. Heiltrank, bitte. Ja, wobei mächtig ist, wenn groß. Brauchen wir nicht. Ich glaube, wir kaufen bei dem anderen dort unten mal ein bisschen was. Hast du kein pures Mana? Das ist sehr viel anderes Zeug von mir. Da hast du viel von mir. Er hat aber kein pures Mana. Gerne mal nicht. Jetzt noch ein bisschen kurz auf. Sehr viel davon. Geistersehne. Da hat man ja durchgefehlt. Okay, der hat kein pures Mana. Dann müssen wir darüber. Ich glaube, der hat bei der Game. Bei dem gibt es nicht bestimmt ein bisschen pures Mana. Da müssen wir ein bisschen was kaufen. Wir haben jetzt 20.000 Elixit und ich wüsste jetzt nicht, wofür wir es brauchen, außer wenn wir unsere Stadt ausbauen würden. Das weiß ich aber nicht, weil ich mich hier doch irgendwie wohl fühle. Hi! Kaldrem. Gib mir Mana für reines Elix. Nein, zeig mir deine Waren. Zeig mir deine Ware. Sicher. Wow. Okay, das wäre schon echt. Das ist ein bisschen viel. Bitte nicht. Das ist. Was? Große Mana-Tränke, mächtiger Mana-Trank. Keine. Heiltränke? Ja, Heiltränke. Was ist nur für ein Lappen? Immer Heiltränke. Das ist halt ein reiner Mana. Zu Heiltränke, da habe ich nicht gar nicht drauf geschaut. Und kein Pfeilklauen. Der, das sind nicht seine Pfeile. Das sind seine Pfeile. Ich kann ja einfach auf alles bleiben. Achso, ne, 37 Paysafe für mich. Nein, 37 Cent Paysafe Card habe ich nicht. Ja, ich hab an sich nichts mit Paysafe Cards eigentlich am zu tun. Ich, mach nur PayPal eigentlich. Ich mache eigentlich alles über PayPal.
selten was, dass ich selten, dass ich was nicht über PayPal mache. Wusstest du eigentlich, dass Rauchen ungesund ist? Ja, weiß ich. Weiß ich. Das brauchst du mir nicht sagen. Aber du sollst ja auch kein Vorbild an mir nehmen. Auf keinen Fall. Okay. Haben wir die Mission eigentlich wenigstens noch, als wo ich die Bohnen, die wir eigentlich abgegeben haben? Bohnen. Raketenbohnen. In den Aufhaltsraum. Genau. Aber. Was aber? Weil ich rauche, meinst du? Ich hab halt mal angefangen. Hab zwischenzeitlich sehr lange gedampft, aber momentan komme ich irgendwie auf den Dampf überhaupt nicht klar. Will aber wieder zurück zum Dampfen gehen erstmal. Allein schon aus dem Punkt. Kommen wir raus. Da gibt's da eine Geschichte. Na ja, wir haben halt. Wie soll man sagen? Wir haben halt damals alle angefangen. Gesockelt. Da kann ich doch noch einen Sockel reinstecken. Oder machen wir Feuer? Also, wie können wir das alles nicht. Ach komm, wir machen einfach ein gesockeltes Schwert. Peng. Kriegen wir einen Sockel weiter rein. Warte, achso. Wir machen erstmal den. Wir haben jetzt 76, so jetzt. Ja, die Geschichte, warum ich rauche, ist eigentlich. Ich kann den. Wir machen. Unser jetziger Boden macht 76. Der macht 60. Wir können den nicht upgraden, weil uns Knochen fehlen. Okay. Ja, wir haben halt damals alle zusammen angefangen. Wir können den auch nicht upgraden, weil uns Knochen fehlen. Aber die hebe ich mir mal auf. Da werde ich bestimmt mal dran denken. Weil der ist Setzerpunkt 2. Da fehlt uns Geschicklichkeit. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall Stärke und Geschicklichkeit. Ich habe halt damals mit allen ein wenig angefangen. Das war halt so irgendwie in der Klasse damals haben wir angefangen zu rauchen. Wir haben halt alle geraucht. Das ist eigentlich schon die Geschichte. Wie viele Jahren? Das ist eine Klasse. Aber, wie gesagt, bitte nicht an, das bin ich jetzt auch oder sowas. Ich bin eigentlich kein Vorbild. Auch kein Vorbild, danke. Ich will auch kein Vorbild sein. Wird sich auch nicht ändern, dass ich jemals ein Vorbild sein will für irgendjemanden. Wenn dann sollen sich die Leute richtige Vorbilder suchen. Weißt du, das kommt nicht leider sehr oft im Stream, wo dann sagt, das ist überhaupt kein Vorbild. Ja, ich bin ja auch keins. Ich bin kein Vorbild. Bin ich nicht. Ne? Mist. Wir tun mal die Steine. Folgendes. Wir tun mal die Steine hier überall wieder entfernen und schauen, ob wir wieder bessere Steinchen da bekommen. Und fertigen. Und hier auch die Steinchen raus. Alle. Danke. Hier haben wir ja noch gar keine Steinchen drin. Aber das ist jetzt genauso stark wie unser anderes Schwert. Wie uns das, was wir schon haben. Brauchen im bisschen weniger Geschicklichkeit, aber ein bisschen mehr Stärke. Aber hier haben wir 3 Sockel. Hier 2. Sehen wir ja gleich, ob sich das lohnt. Und da irgendwas herstellen können von? Bei uns hat schon mal die Polizei die Klasse gestürmt, weil 2 meiner Klasse Drogen nehmen. Aber wie ein Actionfilm. Das weiß ich nicht, aber Drogen sind. Alter, Drogen bitte nicht. Auf keinen Fall. Drogen. Das ist das größte Schmarrn, was man machen kann. Drogen nehmen. Macht sich nur selbst kaputt. Dann. Why are you banned in the bot band? Uns Gefährtengesundheit ist. Das Quest. Bonusschaden. Schaden. Wenn ich da jetzt 2-mal Schaden reinschmeiße, sind wir halt stärker. Bonusschaden Gefährten. Da habe ich 2-mal plus 3 Schaden im Grunde drin. Malus Resistenz von Gegnern. Plus 1 Schaden. Bonus Erfahrung von Gegner. Bonus Gefährten. Nehme ich eher das so. Dann bleiben wir weiter auf dem Schwert und das nächste Mal. Play the bot, but you don't ban. Please go away. Ah. Okay. Dann machen wir das einfach.
Dann machen wir das. Und tschüss. Fuck you. And go home. Go to your mother. And cry. So. Setzerbogen. Haben wir da die Steinchen raus? Okay, der hat gar keine Steinchen. Okay. Meistens muss ich auch ehrlich sagen, sind es die Amis, die sich aufführen bei uns, bei uns im Chat. Habe ich jetzt schon. Eigentlich habe ich bis jetzt nur einen einzigen Deutschen gebannt. Was das für einer war. Und sehr viele Englische. Oder halt Amis in Anführungszeichen, weiß ich nicht. Aber sehr viele Englische. Ich habe eine Nachricht. Hi. Sehr viele englische Spieler eigentlich. Jetzt würde ich gerne hier. Wir haben gesagt, wir brauchen Stärke für unser Schwert. Dann machen wir Stärke. Peng. Warte mal. Jetzt nicht. Nee. Ich glaube, es war mehr. Sehen wir das nächste Mal. Was wollten wir denn hier machen? Wir wollten zu einem Persönlichkeitslehre und Kampftheorie lernen. Der Persönlichkeitslehre ist ziemlich weit unten, das weiß ich noch. Der war irgendwo. Das war. War das nicht sie? Respekt, warum habe ich da jetzt keinen Schaden gekriegt? Okay. Du bist kein Persönlichkeitslehrer. Ich glaube, das war die Händlerin da vorne, gell? Wenn ich mich jetzt recht erinnere. Ich hätte auch Bock, einfach die ganzen Kleriker zu überrennen. Habe ich das gerade laut gesagt? Mag die immer noch nicht. Du warst eine Persönlichkeitslehrerin, gell? Hi, Sina. Bring mir etwas bei. Bring mir etwas bei. Natürlich. Magst du mich? Ich finde dich bis jetzt bis. Willst du es ehrlich? Momentan finde ich dich ein bisschen anstrengend. Zack. Zack. Kampftheorie. Ah, peng. Wir haben immer noch nicht Persönlichkeit rein. Mein Kampfwert hat sich erhöht. Was ist jetzt mein Kampfwert? Hat sich. Schrei nicht so. Kampf 15. Achso, der hat sich erhöht, ohne dass ich da 15 Punkte habe. Der Kampfwert. Was? Nö, das ist 16. Okay, da könnten schon 16 Punkte reingekriegen. Verlassen sein. 2, 3. Ach so. Ja, das wird immer so leicht gesagt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay, es sind 16. Aber hier haben wir keine 16 Punkte drin, oder? Keine 15. 2, 4, 5. Nee. Wir haben 10 Punkte mehr in Kampf gekriegt. Hab mich fürs Nerven bezahlt. Nee, ist nicht schlimm. Was wird leicht gesagt? Das mit ADHS. Mir haben sie es auch damals gesagt. Dass ich haben sollte. Dann wollten sie mich mit Ritalin und was weiß ich alles vollpumpen. Und es war übelst trara und übelst Stress. Damals. Und irgendwann haben sie und wollten mich an die Sonderschule abschieben, weil ich ja so aufmüpfig bin und bla bla bla. Weil ich mich nicht konzentriere. Ich hab's echt, willst du einen Beweis? Und dann war ich irgendwann mal, musste ich damals nach Bayreuth zu einem Psychologen und die hat gesagt, der hat kein ADHS, sondern ist einfach, der ist unterfordert. Dem ist einfach nur langweilig. So, das war so war es bei mir. Deswegen sage ich ja, es wird einfach nur leicht gesagt, die wollten. Was eine Scheiße. Und dann war man mit dem Gutachten von dem Psychiater damals bei meiner damaligen Schule in Schönwald und da hat halt der wunderschöne Direktor gesagt, interessiert mich nicht, der stört den Unterricht, entweder nimmt er Ritalin oder steckt ihn in die Sonderschule. So, das war das, die Geschichte damals, aber wir sind kurz vor 11 Uhr, also mache ich auch Schluss für heute. Wir sehen uns dann voraussichtlich morgen wieder im Stream. Tastatur weg. Controller ist da. Fortsetzen. Oh, wir müssen das eine Gebiet da oben noch zu Ende erkunden. Ah, ein paar Missionchen haben wir noch. So. Ich würde sagen, mir kommt das Spiel ziemlich laut vor, aber ich kann auch einen Ticken leiser machen. So, weil die Pegel passen soweit. Die Ausschläge und allem. Schaut gut aus. Okay. So. Ich glaube, das letzte Mal haben wir. Ich muss mal kurz gucken.
kurz daher. Wird sich schon keiner beschweren. Wir haben unsere Lernpunkte verbraucht. Verblasen alle zusammen. Okay, Hauptmissionen, Geduld, die Zerschlachtbahn des Eremiten. Gefährten, da haben wir noch ein paar Sachen, die wir machen müssen. Aber ich weiß, wir waren da oben. Irgendwo. Ja, hier hinten waren wir, wo wir ständig verreckt sind. Also wir können da nicht runter. Hier oben ist es verstrahlt. Heißt, wir können uns nur, wir können hierher porten. Vom Krater aus hier rüber gehen. Burgruine West Ignadon. Ich glaube, das restliche Zeug hatten wir uns schon angeschaut. Denke ich jetzt. Bin ich mir aber nicht sicher. Ich denke aber schon. Denke schon. Dass wir da uns schon umgeguckt haben. Und ja. Dann würde ich sagen, gucken wir uns weiter um, oder? Gucken wir mal was nicht kaffeemäßiges einschütten. Einkippen zum Trinken. Wunderbar. So, hier lang müssen wir jetzt? Wir müssen da lang. Wer bist du? Hi. Walter. Was? Nein. Wer bist du? Was willst du hier? Ich wollte dich gerade das Gleiche fragen. Ich bin nur auf der Durchreise. Ich bin gleich schon wieder weg, okay? Oh, nein, er hat mich gefunden. Verdammt. Ich muss jetzt gehen. Ich schätze, er hat wohl etwas Besseres zu tun, als mit mir zu reden. Hey, Mann, hinterher! Der Kerl will abhauen! Er wird sich irgendwo verstecken. Vermutlich da, wo auch der Rest von seinem Kram ist. Ich sollte ihn verfolgen und schauen, wo er unterkriechen will. Der war so schnell weg, ich hab's nicht mal mehr gesehen, wo der hin ist. Ist der dahinter? Hey, Ray. Nein. Der war so schnell weg, das habe ich gar nicht mitgekriegt, wo der hin ist. Der ist da runtergefallen, oder? Wo ist der hin, der Kerl? Ist er in die Lava gefallen? Wir laden mal. Sind wir hier? Ray ist da. Ray ist schon da. Wir haben Ray als Begleiter? Was? Nein. Wer bist du? Was willst du hier? Ich wollte dich gerade das Gleiche fragen. Ich bin nur auf der Durchreise. Ich bin gleich schon wieder weg. Oh, nein, er hat mich gefunden. Verdammt. Ich muss jetzt gehen. Ich schätze, er hat wohl etwas Besseres zu tun, als mit mir zu reden. Hey, Mann, hinterher! Der Kerl will abhauen! Er wird sich irgendwo verstecken. Vermutlich da, wo auch der Rest von seinem Kram ist. Ich sollte ihn verfolgen und schauen, wo er unterkriechen will. Wer ist er? Wer ist er? Ich kenne ihn nicht. Jetzt läuft er auch gerade, den war er einfach weg. Wer bist du? Warum rennst du weg vor Ray? Ray. Ich verstehe es gerade nicht. Alte Münze. Der rennt aber nicht wirklich, ja? Er joggt eher. Also wenn man so viel Angst hat, dann rennt man doch. Ich habe jetzt keine Zeit für dich. Wo rennt er hin? Okay.
Okay, hier ist Hitze. Hier nicht mehr. Da waren wir schon, oder? Ja, ja, klar, da waren wir schon. Ja, da oben waren wir schon. Wir verlieren den ja nicht, weil der rennt ja unglaublich schnell. So, holen wir wieder auf. Hallo, Walter. Der war aber das letzte Mal nicht da, oder? Hat sich was geändert? Ich schätze, hier passen wir besser auf. Ja, das ist wahr. Bin ich wieder in dem Eck da hinten? Da wollte ich doch gar nicht hin. Ah ja, das ist also dein Versteck. Wenn ich dich einfach ignoriere, gehst du dann wieder weg? Ich würde sagen, jetzt kommst du nicht mehr raus aus der Geschichte. Aber, ach, so eine Scheiße. Okay. Du bist also der Kerl, der Ray die ganzen Kopfgeldjäger auf den Hals gehetzt hat. Okay. Ich kann dir Geld geben oder was immer du brauchst. Ah ja klar, jetzt zieht der Penner den Schwanz ein. Aber tu mir nichts, okay? Warum hast du das eigentlich getan? Das würde ich gern wissen. Warum hast du das eigentlich getan? Du arbeitest doch für diesen Mistkerl. Warum fragst du Ray nicht danach? Das werde ich tun. Du bist ein Risiko. Ich kann dich nicht mehr gehen lassen. Ihr Schweine! Verrottet doch alle in der Hölle! Der Tod von Walter wird die Geschichte verändern. Der Schwierige hat offenbar diese Steckbriefe geschrieben. 5 beschriebene Zettel aus einem alten Szenerblock. Demnach hat er vermutlich 5 weitere schon in Umlauf gebracht. Ray? So aus, als hättest du dir mit dem Kleriker Walter einen gefährlichen Feind gemacht. Er hatte gleich einen ganzen Haufen deiner Steckbriefe und es gab einen Hinweis, dass er kaum mehr als 5 weitere an Wyatt gegeben hat. Und wenn er noch weitere Outlaws beauftragt hat? Unwahrscheinlich. Wyatt ist mit Sicherheit der Einzige, der im Vor von der Sache Wind gekriegt hat. Steht auf dem Steckbrief nicht etwas von Mitternacht und Eingangstor? Nein, nein, es gab immer nur einen, der für den Job in Frage kam. Wyatt. Mann. Dieser Mistkerl von einem Kleriker wusste offenbar genau, wie er mich beschäftigt. Beruhig dich, Rollo, beruhig dich! Was hast du verbrochen, dass Big W gleich die ganze Meute auf dich angesetzt hat? Es ist schon eine ganze Weile her, da ist einer dieser Kampfkolosse in der Nähe des Forts verreckt. Ich witterte meine Gelegenheit und wollte das Ding ausschlachten. Leider hatten einige Kleriker etwas dagegen. Ich schlug sie zurück und erledigte sie. Bis auf einen. Er entwischte mir und flüchtete zurück nach Ignadon. Das war Walter, der sich mit seinen Steckbriefen gehörig revanchiert hat. Tja, fast wäre sein Plan aufgegangen. Deine Steckbriefe sind jetzt wieder alle aus der Welt. Du hast meinen Hals gerettet. Ich bin dir etwas schuldig. Schon wieder. Ich hoffe, ich kann den Mist, den ich verzapft habe, am Ende wieder gut machen. Mit Hoffnung kommst du bei mir nicht weit. Mag sein, aber vielleicht mit einem Batzen Kohle. Wo hast du den denn jetzt her? Nein, warte, ich will das gar nicht wissen. Wie du willst. Kauf dir was Nützliches davon. Du wirst es brauchen. Und danke nochmal. Du... bist so etwas wie der letzte Freund, der mir in dieser Scheiße hier noch geblieben ist. Abgeschlossen für eine Handvoll Splitter. Alles noch dran? Auf jeden Fall. Entzückend. Okay, ich wollte hier eigentlich nicht wieder ins, in das Lager rein. Weil wir waren hier schon. Sanftes Klopapier.
Im Ödland wollen wir es auch schön haben. Anleitung. Waren wir da nicht schon? Nicht schlafen gehen. Steh wieder auf! Ey! Wir haben keine Zeit zum Pennen. Waren wir nicht hier schon? Warum ist hier wieder Zeug? Ich kann doch sowas nicht. Okay. Dann haben wir die Mission mit ihm, mit ihmchen hier abgeschlossen. Oder? Es war jetzt aber reinster Zufall. Ich wollte jetzt eigentlich daher laufen. Gefährten. Dann haben wir noch Elektronik für Falk auf der Karte markieren. Ah, dann müssen wir nur noch zu Falk. Okay. Neue Erkenntnisse. Ein Balanceakt. Das ist hier oben bei ihr. Da, wo wir dummerweise uns verpisst hatten. Müssen wir schauen, dass wir Kaya wiederfinden. Wir haben den Konverter hier noch zum Erobern. Arx Vorbereitung. Da, das ist eigentlich auch nur, wir müssen auf Arx warten, dass das soweit ist. Okay. Ah, besser, was haben wir hier noch? Raketenbohnen. Auch hier oben. Da müssen wir erstmal den Konverter holen. Da werden wir nicht dran vorbeikommen, uns erst den Konverter holen zu holen. Ignadon, Finger weg. Gut, da lassen wir ja die Finger weg. Und die Glaubensfrage, die will ich irgendwie nicht machen, weil... durch die ganzen Kleriker gegen mich. Wir porten uns jetzt nochmal zum Krater. Und gehen jetzt mal wirklich dahin, wo ich eigentlich gerade hin wollte. Wo wir ja schon mal waren, und zwar durch den Aufzug von da. So, wir nehmen aber ganz normal entspannt den Weg. Das war jetzt übelster Zufall eigentlich. Aber Ray, wir haben deine Mission abgeschlossen. Das ist schön. Ich glaube, das müsste der Weg hier sein. Nicht brauchbar, was in den Trümmern hier. Ja. Aber eine Blutkralle. Zack. Mittlerweile sehe ich die Haufen. Oh nein. Das Biest kaufe ich mir. Oh, das sind gleich mehr. Ray, Achtung. Ich unterstütze dich mal von hier oben. Schwert. Geh aufs Schwert. Okay, eine haben wir. Ray ist down. Nee, Ray ist noch nicht down. Hey, Ray. Du hältst dir was aus. Ich glaube, die haben wir verbuggt. Haben wir die verbuggt? Nein. Jetzt eigentlich dachte... eigentlich gedacht, Ray ist down. Ray hat was ausgehalten. Okay, nice. Hier ist nichts für mich. Okay, wir gehen weiter die Treppen hier rauf. Ah, der hat... da ist nicht mehr viel übrig geblieben von dem Kerl. Denke schon. Wir gehen mal da rein. Sehen nichts. Jetzt hat. Da sind lauter Bänke, wo man sich hinsetzen kann. Das Bett. War mehr auch nicht. Okay.